Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich oder will ich heute mal ein Video drehen, um ein bisschen an meinem Sub zu arbeiten. Also wie ihr wahrscheinlich schon in den Neuzugängen gesehen haben werdet die letzten beiden Monate, dass ich sehr viele neue Bücher dazu bekommen habe, die ich so schnell alle nicht lesen werde, kriegen werde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche mal so ein Try-Chapter, ja, es geht eigentlich darum, das erste Kapitel jedes Buches mal zu lesen und das einfach anzutesten und danach zu entscheiden, ob man das Buch weiter auf seinen Sub liegen haben möchte oder ob man das komplett aussortiert. Ja. Da ich halt viele Bücher jetzt in letzter Zeit dazu bekommen habe, wo ich mir wirklich auch nicht sicher bin von der Thematik her, ob ich mir das gefallen könnte oder nicht, finde ich das eine gute Gelegenheit, die alle mal anzutesten und habe mir mal 5 Stück rausgesucht für dieses Video, die ich einfach mal anfangen werde und dann kann ich entscheiden, ob ich die quasi behalte oder gleich aussortieren werde. Und zwar das erste Buch, was ich da rausgesucht habe, ist Flavia de Luce. Weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird. Mord im Gurkenbeet von Alan Bradley. Ja, das ist tatsächlich der erste Band der Reihe. Das hatte ich halt bei diesem Bookhaul in der Bibliothek gefunden und mich haben halt immer die Cover voll angesprochen. Das sieht halt so düster und also schwarzhumorig aus. Und das sollte auch tatsächlich auch so sein. Geht von der Thema her eigentlich mehr so in Richtung Krimi. Aber das wollte ich halt mal austesten. Mal was anderes. Und davon werde ich auf jeden Fall ein Kapitel lesen. Beziehungsweise, wenn ich das Video drehe, habe ich das hier von diesem Buch schon ein Kapitel gelesen. Und ich werde euch auch noch nicht verraten, wie ich es fand. Das kommt erst später. Das wird der erste Teil. Zeige ich euch nur, welche Bücher ich antesten werde. Und später werde ich dann erzählen, wie ich die Bücher fand und ob ich die aussortiert habe oder nicht. So. Ein weiteres Buch, wo ich auch halt auch nicht wusste, ob mir das gefällt oder nicht. Das Buch der Vampire. Bleicher Morgen von Colleen Gleeson. Das ist auch der erste Band einer etwas längeren Reihe. Da haben mir auch die Cover immer super gefallen und das Thema mit Vampiren finde ich auch immer super. Soweit ich weiß, das ist halt Young Adult. Hoffe ich mal, weiß nicht genau. Viel mehr weiß ich über die Serie nicht. Ich weiß nur, dass es halt auch gespaltene Meinungen dazu gibt. Und davon werde ich halt auch mal ein Kapitel auswählen und dann berichten. Ist auch nicht so lang, 32 Seiten das erste. Wie ich das fand. Dann mal wieder was ganz anderes. Und zwar Bob der Streuner von James Bone. Das ist auch ein Bestseller, den viele kennen dürften, weil es auch kurz verfilmt wurde. Ich habe den Film aber auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich da auch noch nichts zu sagen. Da geht es halt um einen jungen Mann, der irgendwie obdachlos wird und wahrscheinlich Depressionsprobleme hat. Und quasi von so einem kleinen streunenden Katze adoptiert wird, die ihm dann quasi aufhilft. Und das hört sich irgendwie eine sehr niedliche Geschichte. Ich schleiche da auch schon, ich glaube, Jahre drüber rum. Als ich meine erste Band rauskomme, gibt es auch schon mehrere davon. Habe es aber bislang noch nicht gelesen. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal antesten und dann sage ich Bescheid, wie ich es so fand. So, dann haben wir noch was ganz anderes. Und zwar Balzac und die kleine chinesische Schneiderin von Dai Siji. Ich kann leider kein Chinesisch, deswegen weiß ich nicht, ob das richtig ausgesprochen wurde. Das Buch ist auch ein bisschen älter. Das habe ich auch auf diesem Bookhaul gefunden. Und also diese Optik und so, das hat mich sehr angesprochen, das Cover und die Ausgabe. Und ich habe gedacht, da musst du doch mal reinlesen. Das ist auch ein mega bekanntes Buch, was ich auch noch nicht gelesen habe. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen entnommen, dass es das doch recht fröhlich und lustig sein soll. ne, also ich werde dann mal das erste Kapitel lesen und dann berichten, wie ich es so finde. So, und dann noch ein Autor, den viele kennen dürften. Carlos Ruiz Zafón. Der scheint irgendwie Spanier zu sein. Und das Buch Der Schatten des Windes ist auch tatsächlich der erste Band einer Reihe, wie ich festgestellt habe. Da sind noch mehrere Bände von. Ist auch ein Bestseller.
ja, soweit ich das den Klappentext entnehmen konnte, geht es tatsächlich auch um Bücher. Also scheint wohl irgendwie so ein bisschen magisch, mystisch angehaucht zu sein. Viel mehr weiß ich auch nicht. Deswegen lasse ich mich da voll überraschen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Schreibstil, ob mir der gefällt oder nicht. Keine Ahnung, so ein bisschen dickeres Buch. Aber ich will es auf jeden Fall mal austesten. Also der Inhalt hört sich auf jeden Fall schon mal spannend genug an. Ja, und dann werde ich berichten, wie ich das so fand. Ups. So. Jetzt kann ich schon mal das, den Rest werde ich wahrscheinlich später machen, aber da ich ja von einem Buch das erste Kapitel schon gelesen habe, Flavia de Luce, kann ich schon mal hierzu meine Meinung von mir geben. Und zwar wird das definitiv erstmal bei mir bleiben. Ich habe auch schon ein bisschen weiter gelesen, das erste Kapitel, ich habe schon zwei Kapitel gelesen. Also die Hauptperson, also die Flavia, die ist so gut. Das ist wirklich sehr schwarz Humor. Ich habe erst am Anfang noch gedacht, das wäre auch was für Jugendliche oder Kinder oder so. Von diesem Cover her und so, aber nee. Auch wenn die Hauptperson, glaube ich, 11 oder 12 oder sowas sein soll, nee. Kann ich nicht für Kinder empfehlen. Und zwar ist sie das Mädel hier. Ja, und von welchem Jahrhundert spielt denn das? Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht, um den Dreh. Es gibt schon Autos, aber es ist halt noch nicht irgendwie Handy, Internet, Telefon. Der Telefon wahrscheinlich schon, aber kein Handy, Internet. Und sie lebt halt mit ihrer Familie in so einem alten Herrenhaus. Sie hat zwei Schwestern, die älter sind als sie, und einen Vater. Ihre Mutter ist schon tot. Und das Herrenhaus ist also so ein altes Haus mit vielen Anbauten und großen Zimmern und so. Und sie hat da irgendwie ein eigenes Labor, was sie da irgendwie einen Vorfahr von ihr da eingerichtet hat, wo sie dann immer ihre ja, chemischen Experimente macht, wo man auch denkt, okay, mach das nicht zu Hause nach. ja, also das ist aber der, also am geilsten ist eigentlich der Erzählstil, also der Schreibstil von den Autoren. Das ist wirklich, also es sollte schwarzhumorig sein und ich finde, das ist auch sehr schwarzhumorig. Also es, die bringt echt Klöpse, wo ich mir denke, okay. ja, viel weiter bin ich ja auch noch nicht gekommen. Jetzt muss ich mit ihren Schwestern da gefetzt. Sehr realistisch. ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Hat mir auf jeden Fall die ersten beiden Kapitel schon super gefallen. Wollte ich auch gleich weiterlesen. Also eigentlich ein gutes Zeichen für das Buch, war immer schlecht für meine Anlesen und Leseproben, wenn ich die Bücher immer gleich zu Ende lesen möchte. Aber das bleibt auf jeden Fall auf meinem Lesestapel. So, die anderen Kapitel habe ich ja noch nicht gelesen, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt einen Cut geben, wo ich dann etwas vor einem Hintergrund, bzw. vielleicht einen Hintergrund mit anderen Klamotten oder so zu sehen sein werde. Und dann werde ich wahrscheinlich sagen, wie ich die anderen Bücher gefunden habe. Dann sag ich mal, bis später. Hallöchen, da bin ich wieder. Tut mir leid für das bescheidene Licht hier. Ich habe es geschafft, die ersten Kapitel der fünf Bücher zu lesen, die ich schon in die Kamera gehalten habe. Und ich werde mal kurz zu jedem Buch ein bisschen was sagen. Das erste Buch, Flavia de Luce, den ersten Band, habe ich ja schon kurz erzählt, wie es mir gefallen hat. Den werde ich auch definitiv weiterlesen. Ein weiteres Buch, was ich das erste Kapitel gelesen habe, war Balzac und die kleine chinesische Schneiderin von Dai Ziyi. Das spielt in China zur Zeit der Kulturrevolution, irgendwie sowas um den Dreh. ich kenne mich leider in der chinesischen Geschichte nicht so gut aus. eine extreme Bildungslücke, würde ich sagen. Ja, das erste Kapitel war am Anfang sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und dann ging es halt langsam so ein bisschen um die Hintergründe. Es geht irgendwie um zwei junge Männer, die von der chinesischen Regierung aufs Land verfrachtet werden,
in irgendein abgelegenes Bergdorf und sollen dort quasi umerzogen werden. Also denen soll irgendwie wahrscheinlich alles kapitalistische, intellektuelle, sonst irgendwas ausgetrieben werden und so, dass sie sich ja nur auf Landwirtschaft und ja, so grundlegende menschliche Bedürfnisse reduzieren. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber es scheint wohl irgendwie zu der tatsächlichen Tatsache gewesen zu sein. Deswegen fand ich das auch sehr interessant, dass es halt so einen geschichtlichen Hintergrund hat. Und ist auch nicht so dicker, nur 200 Seiten. Und es lässt sich sehr gut lesen. Ja, also ich würde sagen, das werde ich auch weiterverfolgen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann bestimmt. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Das Buch der Vampire von Colin Gleason. Das ist der erste Band einer etwas längeren Reihe. Ich wusste ja auch noch so grob, dass es halt um Vampire geht, steht ja auch drauf. Was ich da leider vergessen hatte, war, dass das tatsächlich auch irgendwie im England des, keine Ahnung, 19. Jahrhunderts spielt. Was irgendwie tatsächlich auch mehr im Vordergrund steht. Also ich habe auch schon gedacht, irgendwie, ich habe hier irgendwie so einen Jane Austen-Roman verirrt. Das hat mich, ah genau, es hat mich auch an hier Stolz und Vorurteil an Zombies erinnert. Nur dass halt keine Zombies waren, sondern Vampire hier drin. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Kombi so gut finde. Also ich schwanke noch etwas. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen weiterlesen. Zu gucken, was da so bei rumkommt, aber. Mir irgendwie so ein bisschen Klischee. Also ich lese eigentlich gerne Bücher auch aus dieser Zeit, aber da habe ich schon so viel gelesen in dem Bereich, dass die Bücher schon gut sein müssen. Also so schlechte Bücher aus der Zeit brauche ich auch nicht lesen. Ich bin gespannt. Das Buch ist auf jeden Fall recht dick. Ja. Also von denen, die ich gelesen habe, glaube ich, das ist tatsächlich das Schwächste. Aber es ist trotzdem noch interessant genug, als dass ich es weiterlesen wollen würde. So, dann haben wir noch Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Und in dem Buch geht es ja auch um Bücher, wie der Klappentext schon sagt. Und da ging es auch im ersten Kapitel drum. Das ist irgendwie so ein kleiner Junge, der mit seinem Vater allein lebt, weil seine Mutter schon vor Jahren gestorben ist. In Barcelona spielt das Ganze. Zur Zeit des. Also 1945, so startet die Story. Und der Vater hat wohl irgendwie so ein kleines Buchantiquariat und irgendwie nimmt er den Sohn dann irgendwie mit 11 Jahren mit an so einen geheimen Ort, so eine Bibliothek der vergessenen Bücher nennt sich das. Es ist halt so ein bisschen mystisch angehaucht. Ich weiß nicht, wie real das ist, aber irgendwie ist es irgendwie ein Haus mit so das vollgestopft mit Büchern, die irgendwelche Leute nicht mehr brauchten oder aus irgendwelchen Buchgeschäften, die geschlossen haben, etc. Und da soll er sich halt ein Buch aussuchen und das mit nach Hause nehmen und darauf soll er dann sein Leben lang aufpassen. Das ist auf jeden Fall sehr schöner Anfang und schön geschrieben, so ein bisschen traumhaft. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also das war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Blöd ist nur, wie ich festgestellt habe, das Buch kommt aus einem Raucherhaushalt. Das werde ich jetzt die ganze Zeit so lesen müssen. 3 Kilometer von meiner Nase weg. Ärgerlich, ärgerlich. Jo. Und dann zum letzten Band, wo ich das erste Kapitel gelesen habe. Und zwar Bob der Streuner von James Bone. Das finde ich auch von Idee. Ich bin auch voll der Katzenfan. Habe es aber tatsächlich noch nicht gelesen bisher. Den Film habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt mal das erste Kapitel einfach reingelesen. Und ich muss sagen, das fand ich sehr knuffig. Es beginnt direkt, wo der Hauptprotagonist, wahrscheinlich der James, was ja auch sein Leben spielt, halt der Katze in seinen Hausflur begegnet. Ja. Und so fängt's an. Also im ersten Kapitel ist er schon bei ihm eingezogen und die freuen sich halt langsam an. Es ist, also irgendwas muss noch passieren in den nächsten 200 Seiten, aber ich war sehr sympathisch. Ja, also viel habe ich noch nicht erfahren. Es waren auch, glaube ich, tatsächlich nur 16 Seiten. Also war jetzt nicht sehr viel. Außer dass die Katze ein bisschen zerfleddert aussieht.
Ja. Es hört sich auf jeden Fall knuffig an. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen wollen. Ja, das waren meine fünf Bücher, die ich mal angelesen habe. Eigentlich mit dem Ziel, dass ich eventuell schon mal welche aussortieren kann, die mir gar nicht gefallen. Leider, wie es das meistens so ist, bei mir gefielen mir dann doch alle Bücher so gut, dass ich die weiterlesen möchte. Und deshalb wird auch keins aussortiert. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich dazu komme, die weiterzulesen. Wie bei so vielen Büchern. Aber ich wollte auf jeden Fall, ich glaube, hier die Flavia, die wird wohl als nächstes weitergelesen. Da bin ich auch schon auf Seite 38 immerhin. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Und den Rest muss ich dann mal schauen, wie das so die nächsten Monate aussieht. Ja, auf jeden Fall finde ich, habe ich in guten Griffen den Büchern getan, die ich da gekauft habe. Hat mir auch alle irgendwie anscheinend gefallen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das nächsten Monat wieder so machen werde, ob ich wieder fünf von meinen Subbüchern anlesen werde. Ja, vielleicht kriege ich ja doch mal welche aussortiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ansonsten sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video von mir. Bye bye.